Mit Ja haben gestimmt 323 Mitglieder des Hauses. Merkel-Tag in Berlin. Alle Augen richten sich auf die Kanzlerin und alle sehen, dass sie nicht begeistert ist. Mindestens 9 Abgeordnete von Schwarz-Gelb haben ihr die Stimme verweigert. Angela Merkel muss mit Zweiflern in den eigenen Reihen klarkommen und mit dem Saalmikrofon an ihrem ungewohnten Sitzplatz. Ich darf Sie fragen, Frau Abgeordnete Dr. Merkel, nehmen Sie diese Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Nach den holprigen Koalitionsverhandlungen ein schwacher Start in Merkels zweite Legislaturperiode als Kanzlerin. Die Wiedergewählte lässt sich nichts anmerken. Wie geht es Ihnen jetzt? Mir geht es gut und ich freue mich jetzt zum Bundespräsidenten zu gehen. Horst Köhler überreicht der Kanzlerin die Ernennungsurkunde. Der Bundespräsident wünscht alles Gute. Zurück im Parlament. Bei der Vereidigung sorgt Merkel für Aufsehen. Zum Schwur erhebt sie nicht die Hand. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Eine Regierungserklärung gibt sie in dieser Woche nicht mehr ab und nächste Woche auch nicht. Erst für den 10. November plant Merkel, dem Parlament Auskunft über ihre Ziele zu geben. Der Ex-Koalitionspartner ist sauer. Wie wird es denn sein, Opposition zu machen gegen eine Kanzlerin, die nicht mal in dieser Woche eine Regierungserklärung halten möchte? Ja, wir sind sehr erstaunt darüber. Vor allen Dingen sind wir erstaunt darüber, dass es so schwer ist, an den Termin einer Regierungserklärung zu kommen. Es ist uns mehr oder weniger über Agenturmeldungen bekannt geworden. Und das ist nicht der Umgang mit den Oppositionsfraktionen, wie ihn Herr Lammert, der Bundestagspräsident der CDU, gestern eingefordert hat. Doch Merkel fliegt zunächst nach Paris zu Nicolas Sarkozy und dann zum EU-Gipfel. Zuvor zeigt sie nochmal menschliche Wärme und bittet Ex-Minister Kloß, sich der Jahreszeit passend zu kleiden. Ja, okay. Nee, ich meine nur. Ich weiß, dass du es immer gut mit mir meinst. Vielleicht wird sie auch wegen solcher Momente in der Union scherzhaft Mutti genannt. Jetzt muss sie mit dem neuen Partner beweisen, dass sie sich genauso liebevoll um das Land kümmert.